Kollegin Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, die Schauspielerin Patricia Arquette, die diesjährige Oscar-Preisträgerin für die beste Nebenrolle, nutzte ihre Dankesrede in Los Angeles für einen flammenden Aufruf zur Gleichberechtigung. Sie haben es vielleicht gesehen. Sie fordert Lohngleichheit für Frauen in den USA. Und ich erwähne das hier, weil diese Schauspielerinnen und Frauen hier eins gemeinsam haben: die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Und darum geht es hier am heutigen Jahrestag. Lohngleichheit sollte bei uns laut Gleichbehandlungsgebot im Grundgesetz eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, sollte, ist es aber nicht. Der Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern liegt seit zwei Dekaden bei 22%, wie einbetoniert. Frauen arbeiten umgerechnet auf das Arbeitsjahr bis zum 20. März ohne Lohn. Damit gehört Deutschland zu den Schlusslichtern in Europa. Und selbst wenn man berücksichtigt, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, Erwerbsunterbrechungen wegen der Babypause haben oder weniger in den Hochlohnbranchen der Industrie tätig sind, so verdienen Frauen auf den gleichen Positionen wie Männer durchschnittlich immer noch rund 7% weniger. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Skandal. Damit freuen Frauen sich nicht länger abfinden. Und hinzu kommt, dass Frauen die Konsequenzen der Unterbezahlung ein Leben lang tragen. Sie haben nicht nur heute weniger im Portemonnaie, sie bekommen am Ende auch weniger Rente, weil sie weniger eingezahlt haben. Sie bekommen einen Gender Pay Gap von 22% und einen Gender Pension Gap von 40% und Tendenz steigend. Und das bedeutet am Ende für viele Frauen die Altersarmut. Das kann so nicht weitergehen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir dringend ein Gesetz für den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Denn nur das ist gerecht. Meine Fraktion hat bereits zum Jahrestag 2014 einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht, und ich freue mich, dass die Fraktion Die Linke nun einen ebenso weiteren und guten Antrag vorgelegt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Lohnungleichheit entsteht einerseits durch mittelbare Diskriminierung, das heißt, in den klassischen Industrieberufen mit mehr männlichen Arbeitnehmern liegen die Gehälter weit über denen der Dienstleistungs- und Sozialberufe, in denen viel mehr Frauen arbeiten. Es kann doch nicht sein, dass beispielsweise ein Müllmann einen relativ hohen Lohn erhält, weil er schwere Lasten trägt, aber das gleiche Argument nicht gilt für eine Altenpflegerin, die ebenso schwer heben muss. Das geht nicht. Und deshalb fordern wir eine gerechte Bewertung von Arbeit durch allgemeingültige geschlechtsneutrale Kriterien und eine gesellschaftliche Aufwertung von Berufen mit hohem Frauenanteil. Lohndiskriminierung entsteht andererseits durch unmittelbare Diskriminierung. Frauen erhalten bei gleicher Qualifikation und gleicher Berufserfahrung weniger Geld. Frau Ministerin Schwesig, Sie wollen nun ein Entgeltgleichheitsgesetz auf den Weg bringen, und das begrüße ich natürlich. Ich wünsche Ihnen gute Gespräche mit dem Kollegen Kauder. Er hat ja als bekennender Gleichstellungsbremser in der Großen Koalition direkt die Parole ausgegeben: In diesem Jahr wird das nichts mehr. Wir wollen keine Bremsmanöver. Wir erwarten von Ihnen gemeinsam ein wirkungsvolles und faires Gesetz für Frauen. Und da zeichnet sich ab, dass Sie zu kurz springen. Ja, Ihre angekündigte Transparenzoffensive bei den Gehältern kann nur ein erster Schritt sein. Was Sie brauchen, ist ein Entgeltgleichheitsgesetz, das diesen Namen auch verdient. Wir brauchen verbindliche Regelungen. Entgeltregelungen müssen mit einem Arbeitsbewertungssystem überprüft werden, und zwar mit Kriterien, die für alle gleich sind. Und Diskriminierungen müssen innerhalb einer bestimmten Frist beseitigt werden. Und da finde ich es wirklich völlig absurd, wenn Unternehmen schon jetzt bei den Transparenzvorschlägen der Bundesregierung Unfrieden im Unternehmen fürchten. Unfrieden entsteht doch dort, wo tatsächlich unfair bezahlt wird und nicht dadurch, dass das sichtbar wird. Ich sage Ihnen, wer diese Firmenpolitik zu Ungunsten von Frauen fortsetzen will, verspielt Vertrauen und Ansehen. Und noch eins, was die Kollegin Christina Schröder übrigens über den Pay Gap denkt, lesen Sie besser selber auf Twitter nach, da ist mir meine Redezeit zu schade zu.
Wir wollen auch ein Verbandsklagerecht. Wir wollen Frauen stärken, damit sie bei Klagen um gleichen Lohn nicht mehr alleine mit dem finanziellen Risiko und auch nicht mit der Furcht um ihren Arbeitsplatz dastehen. Denn Entgeltdiskriminierung ist ein gesellschaftliches und kein individuelles Problem der Frauen. Wer das bestreitet, schiebt die Verantwortung von sich. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, Sie sind politisch gefordert, effiziente Lösungen für alle Facetten der Lohnlücke auf den Weg zu bringen. Nur so kann der Gender Pay Gap endlich geschlossen werden. Frauen verdienen das. Danke. Als nächste Rednerin.